Ich froh wir nicht am Matschepfudel. Matschepampe sind nicht gut für Vögel. Jetzt! Ich hab ihm! Ich ihm verpasst. Ja, aber ich nicht. Sieht aus wie Zahn. Wie dein Zahn, Chomper. Mein Zahn? Auf dem Boden? Aber mein Zahn muss doch hier in meinem Mund sein. Du ganz recht, aber dieser Zahn hundertprozentig nicht in deinen Mund. Mein Zahn! Hast du Schmerzen? Nö. Denkst du, ich krieg welche? Ich bin sicher, alles wird gut. Gut? Gut? Was kommt dann? Ein Arm? Ein Bein? Mein Schwanz? Nicht mein Schwänzchen. Oh nein, was passiert mit mir? Ich niemals nicht gehört von Zahn, das ausgefallen. Niemals? Niemals? Also ich schon. Wenn ich du wäre, würde ich nicht so sehr an meinem Schwanz hängen. Oh, aber ich glaube, Chomper hängt sehr, sehr an seinem Schwanz. Japp, japp, japp. Das ist wahr. Das tue ich. Aber mit einem Zahn fängt es an. Und ehe du dich versiehst, bist du nur noch Haut und Knochen und fällst auseinander. Ich möchte nicht auseinanderfallen. Ganz egal, was du möchtest. Denk an meine Worte. Wenn die Nacht anbricht, bist du nur noch ein Haufen Knochen. Moment! Wie kriege ich denn meinen Zahn wieder zurück in meinen Mund? Wenn Schafzähne bei uns leben würden, könnte ich sie ja wegen der Zähne fragen. Was ist mit Ruby? Ruby? Sie hat keinen einzigen Zahn. Aber sie hat im geheimnisvollen Jenseits gelebt und da gibt's jede Menge Schafzähne. Vielleicht hat sie sowas schon mal gesehen. Ach, meint ihr? Mhm. Ruby weiß sehr viele Sachen. Oh ja, das tut sie. Vielleicht sie macht Zahn fest. Aber sie ist nicht hier. Und was ist, wenn sie vor Einbruch der Nacht nicht zurück ist? Dann zerfalle ich in 1000 Stücke. Dann müssen wir sie eben finden, bevor das passiert. Das wird natürlich nicht passieren. Aber wir wissen doch nicht, wo der Matschepampe-Pfuhl ist. Hey, Chomper ist guter Schnuffler. Vielleicht erfolgt Rubis Geruch. Ich kann's ja versuchen. Im Dreck rumzusitzen ist doch verrückt. Da zu stehen und nur zuzusehen ist genauso verrückt, Zera. Das stimmt. Ich sehe euch nicht mehr zu. Hä? Da lang. Bist du dir ganz sicher? Tria, da hingegangen? Das sagt mir meine Schnüffelnase. Dann gehen wir auch da rein. Das ist aber komischer Ort für Entspannung. Also ich könnte mich hier niemals entspannen. Nein, nein, nein. Ach, was soll's, ist halb so wild. Autsch, irgendwas Petrige beißt. Ach du Digger, Dino, ein Summstechling. Ich glaub nicht, dass der gut schmeckt, Chomper. Ja. Schön scharf. Sieht aus, als hättest du dem Stechling Angst eingejagt. Oh nein, er kommt wieder zurück. Und er hat alle seine Freunde mitgebracht. Weg! Das ist
ist ja sowas von langweilig. Dabei könnte ich jetzt mit den anderen Spaß haben. Stechlinge uns nicht erfolgt. Dann sind wir in Sicherheit. Das Gerippe gesehen. Es hatte keine Zähne mehr. Keine Sorge, Chomper. Du hast ja noch deinen Zahn. Vielleicht kann Ruby dir helfen, ihn wieder festzumachen. Aber nicht, wenn wir sie nicht finden. Meine Schnüffelnase hat uns in die Höhle geführt. Oh nein, vielleicht fällt ja meine Nase als nächstes ab. Oh. Hey, warum habe ich da nicht schon früher dran gedacht? Klettern wir auf den Ausguckfelsen. Großvater hat gesagt, von da oben kann man das ganze große Tal sehen. Wir haben fast geschafft! Wir haben fast geschafft! Chomper, vielen, vielen Dank. Kein Problem. Chomper! Das war knapp. Nicht passiert. Oh nein, mein Zahn. Nein, Chomper, nicht! Du willst doch nicht runterfallen, das würde ganz doll wehtun. Schaum geflogen, Petri. Wie mutig. Ich? Mutig? Ja, mutig und tapfer. Manchmal ich Angst vor mich. Seht mal, der Matschepampe fuhr gleich hinter dem dunklen Sumpf. Das leicht gefindet. Oh, wir sind ganz schön doll stinkerig. Ja, der Duft ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Japp, japp, japp. Ich nicht dran gewöhnen. Jetzt wäre es gar nicht so schlecht, wenn ich meine Nase verlieren würde. Der stinkert. Hey! Oh nein, Versinkungssand! Chomper, komm schnell raus oder der Sand wird dich nach unten ziehen. Ich versuch's ja. Los, Chomper, halt dich fest! Nimm beide Hände, Chomper! Nein, ich darf meinen Zahn nicht verlieren! Schon! Pack zu! Ich kann nicht! Dann verliere ich doch meinen Zahn! Du
Du bist viel wichtiger als der Zahn. Aber ich kann doch kein Schafzahn ohne meinen Schafzahn sein. Oh, ich daran nicht gedenkt. Chomba, lass deinen Zahn los und pack meinen Schwanz. Bitte. Hilfe. Chomba. Ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Ich auch. Und ich erst. Aha. Aber mir geht's nicht gut. Mein Zahn ist für immer weg. Wie kann ich ein Schafzahn ohne den Schafzahn sein? Uns ist es egal, ob du einen scharfen Zahn oder keinen Zahn hast. Ja, genau. Du wirst immer unser Freund sein, Chompa. Ganz egal wie. Und wenn Vater Dreihorn recht hat und ich auseinanderfalle... Matschepampepfuhl ist hinter diesen Bäumen. Vielleicht fällt Ruby ja irgendwas ein. Aber Chompa möchte nicht auf seinen Zahn verzichten, selbst wenn er im Versenkungssand ist. Ich bei Chompa bleib. Ihr gehen und findet Ruby und die anderen. Danke, Petri. Wir sind gleich wieder mit Ruby zurück. Schnellen Flitzer mit einem Stachelschwanz und zwei Dreihörnern gesehen? Oh, Halli Hallöle. Was macht ihr denn hier, Leute? Zera, bist du das? Zera, wir müssen Ruby finden. Es ist ganz wichtig. Na dann mir nach, Freunde. So, da wären wir. Ruby! Wir haben dich den ganzen Tag gesucht. Japp, japp, japp. Ah, ich war die ganze Zeit hier. Das heißt, ich bin immer hier. Denn wo ich bin, da ist auch hier. Chompa braucht deine Hilfe. Hm? Ganz in der Nähe. Komm mit. Folg uns einfach. Japp, japp, japp. Ihr solltet euch wirklich mal entspannen. Da ist er schon. Alles in Ordnung, Chompa? Nö, mein Zahn ist weg. Für immer. Was? Ihr habt unseren Entspannungstag gestört für einen Zahn? Einen Zahn? Da versuche ich einmal, mich zu entspannen und dann kommt ihr daher und stört mich. Na, wir sind erleichtert, dass Chompa nicht ernsthaft verletzt ist. Nicht verletzt? Ich falle auseinander. Habt ihr schon mal einen Schafzahn gesehen, dem ein Zahn fehlt? Hä? Oh ja. Hm? Ich habe das öfter gesehen, als ich sagen kann. Wirklich? Aber ja, Chompa, du wirst alle deine Zähne verlieren. Alle Zähne? Normale Schafzähne verlieren ganz normal ihre Zähne. Also wenn du deine Zähne verlierst, dann bist du ein ganz normaler Schafzahn. Ich bin ganz normal? Los, gib mir mal deine Klaue. Fühlst du das? Siehst du, das ist ein neuer Zahn. Ein neuer Zahn? Ja, ein neuer Zahn. Und dieser neue Zahn bleibt dann, bis du alt bist. Wirklich? Kannst du meinen neuen Zahn schon sehen? Na, noch nicht. Aber ich möchte mir deine Zähne auch nicht von so nahem ansehen. Wie ist es jetzt? Na. Erst regen Sie sich wegen der Matschepampe auf und dann wegen eines Zahns. Und jetzt stehen Sie selber in der Matschepampe. Hey! Versteckt euch, Freunde. Ein Baumstern, zwei Baumsterne, drei Baumsterne, vier Baumsterne. Ohne Widerrede.
Spike, du isst schon wieder unser Versteck auf. Du hast mich nicht gefunden. Hab ich doch. Ich hab dich da gesehen und jetzt bist du hier. Also muss ich dich auch gefunden haben. Ruby hat recht. Sie dich gefindet. Du bist dran, Zera. Japp, japp, japp. Wie kann ich dran sein, wenn ich euer Spiel gar nicht mitgespielt hab? Zera, ist alles in Ordnung? Nein. Ich habe Tria angemotzt, weil sie sich um ihren hübschen Stein mehr Sorgen gemacht hat als um mich. Warum hast du das gemacht? Ich hab's ja nicht so gemeint, aber ich war irgendwie sauer. Und warum warst du sauer? Naja, durch einen kleinen Unfall ist ihr Lieblingsstein in das schnelle Wasser gefallen. Wenn das nur ein Versehen war, dann kannst du einfach sagen, ups, ups, und dich bei ihr entschuldigen. Jetzt sagst du einfach ups, ups zu Tria und dass dir die Sache mit dem verlorenen Stein leid tut. Das ist ja schön und gut, Ducky, aber das reicht nicht aus. Ich muss noch mehr machen. Hey, wie wär's, wenn wir Tria alle Baumsterne bringen, die wir aufgehebt haben? Bevor wir bei ihrer Schlafstelle sind, hat Spike sie längst aufgegessen. Ich weiß was. Wir könnten ja ein paar Fusselkrabbler oder ein paar Bummflieger bringen. Die hast du alle aufgefuttert. Ich weiß was. Wir können doch zur Schlucht der Glitzersteine gehen und Tria einen neuen Stein bringen. Ja! Petri, was ist denn los? Ich... nicht sicher, ob ich hingehen will. Wieso denn nicht? Schlucht der Glitzersteine. In die Nähe von rauchenden Berg. Ja, und? Ich nicht mag rauchender Berg. Das ist böser Ort, viel zu rauchig. Also das verstehe ich nicht. Was ist denn am rauchenden Berg so schlimm? Das sind großer, schwarzer Rauch, der macht die Himmel dunkel und spuckelig. Manchmal sind es da ganz schüttelig. Hey, hör mal, niemand will, dass du etwas tust, wovor du Angst hast. Alles klar, danke. Moment, Sie denken, ich ängstlich? Oh. Ah. Hey, wartet auf mir! Rauchende Berg. Wow, der rauchende Berg ist ja tatsächlich ein Berg, der raucht. Manche nennen ihn auch den Krachberg, weil er manchmal Krach macht. Er macht Krach? Wow. Seht euch das an. Der rauchende Berg ist wunderschön. Ja, wirklich. Finde ich auch. Er sieht gar nicht so schlimm aus. Nicht wahr, Petri? Nein. Und die Schlucht der Glitzersteine ist gleich da drüben. Wir laufen einfach über den Rand und 1, 2, 3, fix sind wir da. Siehst du, Petri, hier gibt's nichts, wovor du Angst haben musst. Petri nicht ängstlich, klar? Petri keine Angst vor rauchenden Berg. Ehrlich gesagt, ich könnte auch über rauchenden Berg fliegen, wenn ich will. Huh? Petri, tu's nicht. Das musst du wirklich nicht machen. Doch, ich das machen. Alle Augen aufgesperrt.
Er macht es tatsächlich. Ich es gemacht. Ich fliege über rauchenden Berg. Nicht hätte tun sollen. Jetzt der Berg sauer auf mir. Ich flieg ja schon! Es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Da haben wir aber Glück gehabt. Glück? Das war Unglück. Ich beinahe von Feuersteinen getroffen. Und die ganze laute Krachbumm nur meine Schuld. Wie kommst du denn auf die Idee? Rauchender Berg mag nicht Flieger. Ich ihn sauer gemacht. Das ganz schlimmes Ort. Das ist doch verrückt. Petri, dein Flug hat den Berg nicht sauer gemacht. Woher du wissen? Ich fliege drüber, ihr macht Bumm. Ich höre auf mit Fliegen, ihr macht nicht mehr Bumm. Na ja, da ist was dran. Dann flieg einfach nicht mehr rüber und es wird nicht mehr passieren. Keine Sorge, mir nicht mehr fliegt da drüber. Mir hier kein bisschen mehr fliegt, Freunde. Hey, ich denke, wir sollten uns lieber beeilen, bevor es dunkel wird. Jetzt verstehe ich auch, warum der Ort Schlucht der Glitzersteine heißt. Seht euch das mal an! Oder den hier! Und hier ist ein ganzer Haufen! Ach, sind das viele. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Hier, der! Das ist der richtige. Der ist sogar noch hübscher als der, den ich verloren habe. Der ist ja noch schöner als schön. Ja, das ist er. Ja, ja, ja. Ich muss ihn nur irgendwie abkriegen. Wollen mal sehen. Oh, schnell, haltet ihn fest. Ich hab ihn. Oh, oh, ich hab ihn doch nicht. Das ist nicht gut. Nein, das alles meine Schuld. Rauchberg immer noch sauer auf mir. Stinke sauer. Wir müssen aus der Schlucht raus, bevor die fliegenden Feuersteine den Berg runterrollen und uns den Weg versperren. Tera, was machst du da? Ich bin hergekommen, um einen Glitzerstein mitzunehmen und das mache ich auch. Zurück in die Schlucht! Beeilt euch! Ich will nicht. Hey, wo willst du hin? Oh, oh. Legt den Zahn zu, ihr Landinos! Oh.
kommen, sind wir sicher. Schnell, mir nach, Freunde! Worauf wartet ihr noch? Sieh nicht so, Spike! Oh, je. Oh nein! Schnell rauf! Beeilt euch! Nicht stehen bleiben! Hab dir, Ducky! Oder auch nicht. Zieh dich hoch, Spike! Oh nein, nie wieder Glitzersteine. Nein, nein, nein. Petri, du musst Hilfe holen. Ich flieg hier nicht. Nein, dann wird Berg noch mehr böse. Wie böse kann er denn schon noch werden? Petri, du hast den Berg nicht sauer gemacht. Selbst wenn's so wäre, müsstest du jetzt fliegen. Du bist unsere einzige Rettung. Na schön, also gut, mir fliegt. Petri, ich weiß, du schaffst es. Ich nicht so sicher wie Ruby. Mir macht nicht Berg sauer, mir macht nicht Berg sauer, hoffentlich. Liegt es etwa an mir oder ist es plötzlich heißer geworden? Es ist irre heiß. Ich sag's nur ungern. Aber ich hab Hunger. Ich wünschte, du würdest mich nicht so ansehen, wenn du das sagst. Ja, das tue ich. Japp, japp, japp. Freunde, wir kommen! Petri, du bist der Größte! Ja! 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 Großmutter! Großvater! Wir helfen euch, Littlefoot. Na dann kommt an Bord, Kinder. Ich bring euch auf die andere Seite. Und ihr kommt mit mir. Hey, das kitzelt. Immer schön langsam, ein Schritt nach dem anderen. Tia! Rate mal, was ich für dich habe. Wir sind extra hierher gekommen, um für dich einen Glitzerstein zu suchen und... Sarah, pass auf! Oh nein! Ups. Es tut mir sehr leid, Tria. Ich meine alles. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Du bist mir viel wichtiger als alle Glitzersteine zusammen. Großvater? Saru? Könnt ihr uns eine von den großen Langhalsgeschichten erzählen? Oh! Naja, ich denke, ein oder zwei Geschichten hätten wir schon noch drauf. Wer weiß denn, wie die Langhälse zu ihrem Namen gekommen sind? Das ist, weil sie einen so langen Hals haben. Japp, japp, japp. Das weiß doch jeder Nestling. Aber wusstet ihr, dass die Langhälse nicht immer so einen langen Hals hatten? Hatten sie nicht? Es war einmal vor vielen kalten Zeiten, lange bevor wir geschlüpft sind. Da hatten die Langhälse einen kurzen Hals. Da waren die Bäume noch klein und sie kamen mühelos an die Baumsterne in den Wipfeln der Bäume heran. Immer wenn die große, helle Scheibe am Himmel war, sangen die Bäume ihr ein Lied. Die große, helle Scheibe mochte die Lieder so sehr, dass sie die Bäume umarmte und zu sich zog, sodass sie ganz lang wurden. So waren sie näher am Himmel.
wenn sie ihr Lied für die helle Scheibe sangen. Aber jetzt hingen die Baumsterne so hoch, dass die kurzhalsigen Langhälse nicht mehr an sie rankamen. Das tat der Nachtscheibe so leid, dass sie ihnen helfen wollte. Durch das Licht fühlten sie sich besser. Und so reckten sie ihre Köpfe nach oben, um näher an der Nachtscheibe zu sein. Und während sie das taten, wurden ihre Hälse so lang, dass sie wieder an die Baumsterne herankamen. Die Freundlichkeit der Nachtscheibe half uns, Langhälse zu werden. Tja, Kinder, so haben die Langhälse ihre langen Hälse bekommen. Das war eine steinstarke Geschichte. Japp, japp, japp. Die Geschichte von den Baumsternen hat Spiky hungrig gemacht. Es muss wundervoll sein, wenn man die ganze Zeit über Geschichten erzählt. Es ist eine Ehre, die großen Langhalsgeschichten zu erzählen. Und eine sehr wichtige Aufgabe. Aber viele Langhälse haben ihre Geschichten vergessen. Deshalb musst du zurückkommen und wieder ein Geschichtenerzähler sein. Was, ich? Nein, nein, das geht nicht. Wir reisen durch das Land und erzählen allen die großen Langhalsgeschichten, so wie früher. Das klingt nicht schlecht, Saro, wirklich. Also willst du wieder ein Geschichtenerzähler werden, Großvater? Natürlich will er. Saro, es tut mir leid. Ich weiß, wie wichtig diese Geschichten sind. Ich war immer gerne ein Geschichtenerzähler, aber es ist schon lange her. Die Dinge haben sich verändert. Was meinst du damit, Großvater? Naja, mein Platz ist hier im großen Tal. Mit dir und Großmutter und all den anderen. Aber du bist der Geschichtenerzähler. Die Langhälse brauchen dich. Ich brauche dich. Ich kann die Geschichten doch nicht selbst erzählen. Nein, Saro, das geht leider nicht. Die Zeiten des Herumziehens sind für mich vorbei. Dann wendest du dich von uns ab und von unseren Traditionen. Saro, warte doch! Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Großvater, ist alles in Ordnung mit dir? Naja, ich bin nur traurig wegen Saro. Er ist verletzt und verärgert. Ich wollte ihm wirklich nicht wehtun. Ich hoffte immer, Saro würde eines Tages der Geschichtenerzähler werden. Er kennt alle Geschichten genauso gut wie ich. Warum sagst du es ihm nicht? Ich bin nie dazu gekommen. Und jetzt ist Saro zu verärgert, um mir zuzuhören. Das ist eine traurige Sache. Und ehrlich gesagt, vergesse ich langsam die alten Langhalsgeschichten. Die Langhalsgeschichten dürfen nicht verloren gehen. Ich muss Saro finden. Oh-oh. Saros Fußabdrücke führen ins geheimnisvolle Jenseits. Wer ist das? Komm raus da! Ich habe keine Angst vor dir! Warum solltest du vor mir Angst haben? Oh, Chomper! Ich dachte, dass... was machst du hier? Ich bin dir gefolgt. Und was machst du?
Ich folge Sarus Fußabdrücken. Ich muss ihn wieder zurückholen. Großvater möchte, dass er der neue Geschichtenerzähler wird. Wow, du brauchst dringend meine Schnuffelnase. Dann findest du ihn ganz schnell. Ich hab ihn! Schnappen wir ihn uns. Großer Langhals. Wahrscheinlich ist er einfach darauf gesprungen. Aber das ist zu hoch für mich. Ich schaff's. Naja, nicht ganz. Vielleicht können uns ja ein paar Steine helfen, darauf zu klettern. Echt schade, dass Zira nicht hier ist. Sie kann Sachen umherschieben wie kein anderer. Das müsste reichen. Los, versuchen wir es mal. Ja, es hat geklappt, Littlefoot. Wir beide sind ein gutes Team, Chomper. Ja, finde ich auch. Und weiter geht's, mir nach. Wir wollen nach Saro finden. Dein Geruch ist jetzt viel stärker. Nicht schlapp machen, Littlefoot. Wer macht denn hier schlapp? Na bitte, da ist er ja. Littlefoot? Chomper? Wieso seid ihr mir gefolgt? Wir wollten dich fragen, ob du nicht ins große Tal zurückkommen willst. Du musst unbedingt mit meinem Großvater sprechen. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Warum bist du sauer auf Littlefoots Großvater? Wenn er nicht mitkommt, um der Geschichtenerzähler zu sein, geraten alle großen Geschichten in Vergessenheit. Aber warum kannst du nicht der Geschichtenerzähler sein? Weil er der Geschichtenerzähler ist. Ich kann das nicht machen. Ich kann nicht. Oh nein! Fallende Steine! Auf das noch! Ihr hättet mir nicht folgen dürfen. Jetzt blockieren die Felsen den Rückweg ins große Tal. Aber dann kommen wir nicht mehr zurück. Kinder, hat euch euer Großvater schon mal die Geschichte von Langläufer erzählt? Langläufer? Nein, ich glaube nicht. Langläufer war einmal ein großer Langhalsanführer. Aber als er kleiner war, da war er etwa so alt wie ihr, lernte er eine Lektion in Sachen Mut und Tapferkeit. Eines Tages spielten Langläufer und seine kleine Schwester und hatten jede Menge Spaß. Sie hatten sogar so viel Spaß, dass der Wind eifersüchtig wurde. Der Wind blies um Langläufers Schwester herum und wirbelte sie hoch in die Luft. Er entführte sie in eine Windhöhle, weit oben in den Bergen. Langläufer fürchtete sich, dem Wind in die Windhöhle zu folgen. Aber er wusste, dass ihm nichts anderes übrig blieb,
wenn er seine Schwester retten wollte. Als Langläufer die Höhle erreichte, traf der Wind mit ihm eine Abmachung. Wenn er in einem Wettlauf bergab den Wind schlagen könnte, dann würde dieser seine Schwester freilassen. Langläufer wusste, das würde gefährlich werden. Aber er musste seine Schwester retten. Niemand hatte bisher den Wind geschlagen. Doch Langläufer fand den Mut, schneller zu laufen als jeder Langhals vor ihm. Weil Langläufer es schaffte, seine Angst zu überwinden, war er in der Lage, den Wind zu besiegen. Der Wind hielt sein Versprechen und brachte Langläufers Schwester aus der Höhle zurück. Aus Langläufer wurde ein großer Anführer. Und immer wenn er tapfer sein musste, erinnerte er sich daran, wie er den Mut hatte, den Wind zu besiegen. Und manchmal, wenn ich Mut brauche, denke auch ich an Langläufer. Wow! Danke für die steinstarke Geschichte, Saru. Ja! Ich fühle mich schon viel besser. Littlefoot! Großvater? Littlefoot! Ja! Ich kann ihn auch hören. Großvater? Großvater! Littlefoot! Mir dich gefindet! Petri! Was machst du denn hier? Mir sie gefindet! Kommt alle her, schnell! Gefunden. Ganz einfach, wir sind euren Fußabdrücken bis hierher gefolgt. Und dann haben wir das Steinrutschen gehört. Und wir haben euer Rumjammern gehört. Saru, hör mal, ich wollte etwas mit dir besprechen. Was sollten wir besprechen? Es ist alles gesagt. Nein, nein, Saru. Ich denke, du solltest der neue Geschichtenerzähler sein. Ich? Aber ich kann doch die großen Geschichten nicht ohne dich erzählen. Aber uns hast du doch auch eine Geschichte erzählt. Die Geschichte von Langläufer. Wir hatten ganz große Angst. Aber durch deine Geschichte haben wir uns besser gefühlt. Siehst du, Saru, das war ein Moment, in dem eine der großen Geschichten wichtig und lehrreich für die anderen war. Das zeichnet einen guten Geschichtenerzähler aus. Er weiß, wann er für andere wichtig ist. Du glaubst wirklich, dass ich bereit bin, ein Geschichtenerzähler zu sein? Das bist du doch längst. Find ich auch. Ja, genau. Das hätte ich dir schon viel früher sagen sollen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich dachte, Geschichtenerzähler haben immer etwas zu sagen. Vielleicht hast du recht. Ehrlich gesagt, erinnert mich das an eine Geschichte über die erste Geschichtenerzählerin. Ihr Name war Erste Stimme. Eines Tages kam Erste Stimme in eine große Höhle. Da hörte sie ein